Das ist nur ein Level 4 Wächter. Yeah. Hat nichts Neues gelernt, wenn ich richtig gesehen habe. Ich muss da ein. Eingang zur Goma-Höhle. Goma Home. Also Goma weiter. Egal. Ich finde es lustig, wenn man gerade den Stein schiebt und hört ganz kurz der Wasserfall auf. Ach nee, ja, ich muss ja da lang. Ich dachte mal gerade. What the fuck? So, dann Verschieber, der auch ziehen kann. Was bitte, wie schafft er das zu streamen und gleichzeitig mir beim Dia-Schwertcraften zuzuschauen? Ach so. Tja, Multitasking. Tja, das funktioniert jetzt nicht, weil Gestrüpp im Weg ist. Gut. Mm-mm. Es hat keinen Sinn. Unsere Synergie ist nicht stark genug, um diesen Baumschuf zu bewegen. Blöd. Ihr wollt doch den Baumschuf bewegen, oder? Sieht so aus, als hätte er sich im Efeu verheddert. Blöd. Gibt es denn gar nichts, was wir tun können? Jetzt tue ich so, jetzt mach. Ich weiß. Ich habe eine Idee, überlasst das nur mir. Ich komme aus dem Nichts und helfe euch. Wirbelwind. Gut gemacht, Ivan. Ein Traum der Boden. Nee, ich hab's geschafft. So, aber warum bist du jetzt hier? Danke für die Hilfe, aber was machst du überhaupt hier, Ivan? Ich konnte nicht nach Lumpe hinein, ja, haben wir auch probiert. Versteh mich nicht falsch, ich bin nicht hier, um euch um Hilfe zu bitten. Was wärst du denn? Seit ich Volt verlassen habe, spukt mir euer Auftrag im Kopf herum. Ich bin da, hey WB Green Wolfscat. Wisst ihr noch? Ich habe alles nur in Gedanken gelesen. Ich konnte nicht einfach gehen, nachdem ich all diese schrecklichen Dinge... Nachdem all diese schrecklichen Dinge geschehen sind. Wenn ich schon Meister Hammer nicht retten kann, will ich wenigstens euch beiden helfen. Bitte, erlaubt mir, euch auf eurer Reise zu begleiten. Ivan gehört nun zum Team. Schon wieder. Versucht ihr, durch diese Höhle nach Bilibin zu gelangen? Das war der Plan, ja. Habt ihr gut erkannt. Dann lasst uns gehen. Gut, so, dann jetzt aber nochmal Verschieber. Weg mit dem Ding. Boing, boing. So, da. Synergy. Wirbelwind. Was, by the way, es ist nach 20 Uhr, das Niveau kann nur wie geplant sinken. Die MS-Niveau sinkt. Schon wieder. Ein Lichthaupt. Na super. Muss mal schauen, was sind dagegen effektiv. Nur mal so zu testen, mache ich mal einfach alles durch. Mal schauen, was effektiv ist. Blitz ist, macht viel Schaden, ist jetzt aber nicht effektiv. Ja, das ist effektiv. Gut zu wissen. Ich versuche noch das Niveau so hoch wie möglich zu halten. Okay. Royo will die MS-Niveau retten. Dann viel Erfolg. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Da dürfte ich, glaube ich, nicht lang können, weil, genau, das ist dann der, die Abkürzung für zurück, für später. Da war was. Ich bin da. Da wirst du es sehr schwer haben, das Niveau über... Ich werde das jetzt nicht vorlesen, zu halten. Der hat eine Zahl geschrieben. So, Geister. Da wird wahrscheinlich wieder Erdbeben. Ach komm, zeige ich mal Feuer und... Weil ich den Wirbelwind noch nicht gemacht habe, zeige ich den auch mal. Wirbelwind! Ach, bei den Geistern wirkt der Wirbelwind, okay. Und beim Skelett... Erdbeben, okay. Ich glaube, das war... Gut. Oh Gott, Desaster, ja. Wenn Desaster da ist, sinkt das Niveau rapide gegen minus unendlich. So schnell kannst du gar nicht gucken. Geister, dann machen wir das gleiche Spiel doch nochmal, oder? Erdbeben, pff, du darfst chillen. Du machst einen Wirbelwind.
Und ein Erdbeben. Das hatte ich nicht wirklich vor. So, genau. Dann schon mal vorbereiten für den Feuer-Gin. Unser erster Mars-Gin. Moment, der erste Mars-Gin war aber, glaube ich, Fieber. Schmarrn, Essig. Essig konnte noch keine Kampfattacke. So, jetzt mache ich... Halt, nein. Das ist Feuer. Dann mache ich dich auf den. Na super, hat ja voll viel gebracht. Was? Ich sag doch, das Niveau ist wie ein U-Boot, in dem ich alle Fenster aufmache, um mal durchzulüften. Oh, das Haster. Ernsthaft? Wie, ich habe ihn jetzt nicht gekillt. Na toll, jetzt aber. So. Guck mal, das ist ein Mars-Gin. Unglaublich. Hast du da drüben auch dieses eigenartige Tier gesehen? Ich habe dagegen gekämpft, aber es ist geflohen. Als ich an den Ort zurückkehrte, war es wieder da. Ich frage mich, ob das wohl sein Lieblingsplatz ist. Ah ja, genau, stimmt. Gegen wilde Gins, also Bild in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, muss man kämpfen. Das war ein Facepalm, ja. Kann man kämpfen, wenn man sie besiegt, dann, ja, kommen sie zu einem, wenn nicht, dann fliehen sie halt. Also für diejenigen, die Golden Sun jetzt nicht kennen. Und dann kann man halt später wieder zurückkehren, um das Ganze nochmal zu probieren. Ich hätte jetzt auch den Chin rufen können. Windseher. Ivan ist jetzt Windseher. Also nicht Windsurfer, sondern Windseher. Da steht da im Chat. Glaube ich nicht. Genau, esse, es heißt das Ding und hebt Teamattacke der Feuerwut. Genau. Rojo ist unser Pro hier, der kennt das Spiel in- und auswendig. Ich habe es zwar auch ziemlich oft gespielt, aber... Es ist ewig her. Das ist jetzt einfach meine Ausrede. Es ist ewig her. Halt, du hast ja gar keinen Schirm. Dann machen wir dich mal Feuer und du machst Blitzer. Minus. Und 1 und 2 und tschüss. Isaac ist Level 5, Junker. Der Chunky ist wieder unterwegs. Ding, ding. Genau, hier hoch. Skeleton erscheint. Habe ich auch noch so viel? Mache ich ein Beam? Mache ich eine kleine Flamme an und dann einen Blitzstrahl? Bidding. Es war klar, dass wenn letztes nicht reicht, das war doof. Au, ich glaube, es hackt. Irgendwas muss ich... Was? In irgendwas muss ich doch was können. Achso. Ach, du kannst auch bestimmt noch mehr als nur das. So, dann kurz eine Heilung reinhauen. Dann verschieben. Hallo? Achso, was? Halt, mein Chat haut mir gerade wieder ab. Dann einmal den hier da runter, damit ich weiterkomme später. So, dann will ich jetzt noch die Kiste haben, also den nach links. Beding, also greifen die Truhe und, ein Glücksmedaillon. Also, Moment mal, muss ich gleich mal, intervenieren. Glücksmedaillon geben, das kriegst du, genauso wie die Spieletickets. So. Du kannst jetzt eigentlich mal zeitweise das Lebenswasser verwalten. So. Und jetzt wieder zurück. Ja, gleich. Oh, das soll das fast schon ein bisschen sparen an PP und Synergy Points. Bling, Blitzheap. Ach scheiße, habe ich jetzt beide auf den eingesch... Ja, genialerweise ja. Dann machen wir es halt immer so. Gruppenangriff. Level 5 Fechter. Das sind sie alle Level 5. Ich glaube, das niedrigste Level, mit dem ich Gold dann durchgespielt habe, war, glaube ich, Level 26 oder 27.
So, Feuerchen, wie schaue ich denn aus? Komm, let's try. Blitzhieb schon wieder. Diesmal habe ich auch übrigens richtig aufgeteilt und besiegt. So, Esse. Dann zeig mal, was du kannst. Mastchen erscheint. Einmal den Kiesel drauf und Feuer-Synergy wird jetzt, glaube ich, nicht so funktionieren, aber blitzen könnte ich ihn mal. Kiesel. Bams. Oh, es wird heiß. Es wird heiß. Einmal was? Was? Naja, ich könnte ja mal kurz den hier machen, den hier und den hier, dann kann ich lesen. Naja, meine LPs sind noch nicht wirklich so gut, wie ich es gerne hätte. Ach so. Bidding! Ach. Luft nach oben ist da immer. Muss ich nur anstrengen. Maschin wurde by the way besiegt. Wir kriegen jetzt Essel, dann unseren ersten Maschin. Von 7. Der Maschin Essel folgt Garrett. Du hast es? Wow, das ist nicht beeindruckend. Halte die Augen nach anderen seiner Art offen. Jetzt verschwindet der alte Herr. Bing, bing. Puh. Übung macht den Meister, einfach weitermachen. Hauptsache, es macht dir Spaß. Jo, finde ich auch. Spaß ist das Wichtigste. So, jetzt hier Verschieber ansetzen. Und da kämpfe ich gegen ein Lichthaupt. Stimmt, ich könnte jetzt hier mal kurz Max rufen. Was? Ja, sicher doch, sonst würde ich es nicht machen. Jo. Und dann war es auch schon. 10 Goldmünzen. Yeah. Achso, hier gibt es ja nochmal. Hm. Ich müsste doch eigentlich gleich am Ende sein, oder? Ja, eigentlich schon. Das ist doch das Ende. Das Billy Bean. Billy Bean. Die verfluchte Stadt. Es ist ein Baum, aber es sieht fast aus wie ein Mensch. Habe ich noch? Nee, habe ich gerade nicht. Dann machen wir das mal, Geisterleser. Helft mir, so helft mir doch. Gut, ich will jetzt erstmal ins Inn, weil... Was steht denn da jetzt noch? Das würde ich es nicht machen. Ach ja, Karten, ich hab noch wen, der mitspielen würde. TTT. Sehr gut. Je mehr, desto gut. Müssen wir mal austesten mit einer großen Runde. So groß, wie sie halt kriegen. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Nacht. Wir wünschen gute Reise. Puh. Ehrlich gesagt, höre ich jetzt mit Golden Sun auf, weil jetzt würde wieder eine lange Redepassage kommen und meine Stimme kratzt mir gerade schon so ein bisschen ab, obwohl jetzt halt ich recht wenig reden musste.